Das im Foto abgebildete Exemplar wurde einer damals 70-jährigen Frau entnommen. Es war bereits das zweite Horn, welches sie nach 7 Jahren erneut wuchs und eine Länge von ganzen 20 Zentimetern aufwies. Es wurde in den 40ern dem Müttermuseum gespendet. Cornucuntanium, Wachstum oder auch Cutaneous Hörner sehen den Hörnern von Tieren zwar ähnlich, besitzen jedoch eine andere Zusammensetzung. Sie bestehen aus verdichteten Kreatinvorsprüngen von Läsionen, tauchen am häufigsten auf Bereiche des Körpers, welche häufig der Sonne ausgesetzt sind, beispielsweise das Gesicht, die Hände und Unterarme auf. Etwa 60% der Fälle von Hauthornläsionen sind gutartig. Frauen, welche älter als 50 sind und viele Sonnenbrände gehabt haben, oft der Sonne ausgesetzt sind, bekommen diese Art von Wucherungen wahrscheinlicher als Männer. Der früheste gut dokumentierte Fall eines menschlichen Hauthorns liegt im Jahr 1588 zurück. Es handelt sich hierbei um Margaret Griffith, einer älteren walisischen Frau. Ein anderer berühmter Fall liegt im 17. Jahrhundert zurück. Marvie Davis, eine alternde Witwe, welche ihre Hörner auf der Rückseite des Kopfes hatte. Sie wurde zum Londoner Naturwunder ernannt. Das im Müttermuseum ausgestellte Wachsmodell von Madame Dimanche zeigt das Gesicht einer älteren Frau mit einem großen Horn, das aus der Spitze ihrer Stirn herausragt und vor ihrem Gesicht herunterhängt. Ihr Horn misst fast 25 cm. Menschen und Hörner verbindet eine eigenartige Geschichte. Etliche Wesen in Folklore und Mythologien, wie beispielsweise der Teufel, Dämonen oder ähnliche Kreaturen, wurden womöglich durch den Anblick eines gehörnten Menschen inspiriert.